4 checken ein in diese Partie. Will mit dem Foul an Hollerbach, gibt gelb. Dynamos Abräumer nach 3 Minuten vorbelastet. Dresden mit 2 Änderungen in der Startelf. Einer der neuen Tempomacher, Conte. Jakobsen dazwischen und dann fällt Kutschke. Weiter geht's, sagt Schiedsrichter Kurtus. Kammerknecht, der Außenverteidiger, auf Aslan! Dynamo führt, Aslan, wer sonst? 22. Saisontor. Jakobsen spielt zuerst den Ball, daher kein Elfmeter. Und Kammerknechts Flanke, perfekt auf den kurzen Pfosten. Aslan nicht im Abseits, Gürlein und Jakobsen, keiner fühlt sich für Dresdens Top-Torjäger zuständig. Der K-Block noch erregt wegen des vermeintlichen Foulspiels an Kutschke. Schon vergessen. Wiesbaden zuletzt mit der überraschenden Niederlage gegen Abstiegskandidat Meppen. Sucht sofort die Antwort. SC neu in der Startelf. Kammerknecht muss rausrücken. Und ist dann zu spät. Elfmeter für Wiesbaden. Kammerknecht weiß, das ist korrekt. Denn er trifft SC klar am rechten Fuß. Ivan Prezain gegen Stefan Driljatscha. Ausgleich. Prezain, 100% Quote vom Punkt. Ganz souverän verwandelt. Halbe Stunde vorbei, Dresden dominiert, Wiesbaden kontert, Hollerbach. Abgeklemmt von Park. Und jetzt hat Dresden viel Platz im Mittelfeld. Conte, Hauptmann, schönes Wendemanöver. Und da ist Meier! Stark die Balleroberung von Park, leitet die Aktion ein. Und dann ist der nicht so leicht zu verwerten aus der Bewegung für Meier. Markus Gauzinski, vor 2 Jahren kurz vor dem Aufstieg bei Dynamo entlassen, kann seinen Ex-Verein heute richtig ärgern. Wurz mit dem Fehlpass, Aslan aufmerksam. Conte. Und wieder Ahmed Aslan. Nächste Top-Möglichkeit für Dresden. Aslan als Ausgangspunkt. Hätte vielleicht direkt abziehen können. Mockenhaupt blockt klasse und Häuser räumt mit auf. Zweite Hälfte. Markus Anfang versucht sein Team wach zu rütteln. Dauert bis zur 70. Minute. Aber dann Hauptmann. Super Ball für Conte. Mrowca genau auf Niklas Hauptmann. Dresden führt wieder. Erstes Saisontor von Hauptmann. Auf Kosten eines Wadenkrampfes. Egal. Kein Abseits beim Pass von Hauptmann auf Conte. Mrowca total unglücklich. Säbel zu guter Letzt noch über den Ball. Die Führung für Dynamo. Kurios, aber verdient. Und herbeigesehnt von den Fans. 80. Minute. Gürleyen mit dem Blackout. Und dann spielt es Dynamo ganz cool aus. 3:1 durch den eingewechselten Jakob Lemmer. Wiesbaden legt das nächste Dynamo-Tor auf. So nimmt man sich aus dem Spiel. Klasse Ball von Borkowski und dann überhaupt kein Problem für Lemmer. Wiesbaden wirft alles nach vorn, aber Dynamo blockt einfach alles weg. Gute Balleroberung und kontert über Lemmer. Kein Foul an SC. 4:1. Im Zentrum lauert Aslan. Striezel verhindert die Blamage. So gewinnt Dresden mit 3:1 und setzt ein Statement im Aufstiegskampf.